Es ist natürlich auch eine Geschichte. Also es ist manchmal für mich fast unfassbar. Als Junge wollte ich immer Uhren und einen Betrieb übernehmen. Ich habe schon zwei Brüder, die auf dem elterlichen Betrieb Uhren. Danach hat es natürlich mich nicht mehr gebraucht. Ich hatte keinen Wert mehr, wenn ich noch auf irgendetwas gewartet habe. Ich mache jetzt einmal eine Lehre als Käser. Wenn ich jetzt zurück überlege, denke ich, das ist Wahnsinn. Oder? Wir haben hier angefangen. Daheim sind wir fünf Müller und Kinder so im Schulalter. Also, wir haben fast jede Nacht schlecht geschlafen. Aber jetzt habe ich doch Kopf für Delikatzeit. Ja, es hat auch Spannungen gegeben. Untereinander, oder? Wir haben wirklich nichts mehr gehabt. Wir haben hier wirklich die Hose müssen runterlassen bis auf die Füße. Wenn ich da unten jetzt irgendetwas nicht gut gemacht hätte, ja noch, dann wären wir weg vom Fenster. Ich war gezwungen, ich musste kreativ werden. Wir haben am 4. April 2006 angefangen hier und bis am 20. April habe ich schon über 20 verschiedene Käse kreiert. Wenn man im Kessin einmal anfängt zu arbeiten, dann ist natürlich, muss man da sagen, ein anderer Zustand ist blöd gesagt, aber es ist ja noch fast wie wenn man sich vereint. Mir ist schon wichtig, was die Bauern auf die Wiese tun, wie die Wiesen aussehen. Ja, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, bei mir fange ich das Käse schon und Schütti lacht im Bauer an. Manchmal rede ich auch mit diesen Käse, wenn man irgendwie mit einem Menschen redet oder mit einem Tier, das irgend nicht folgt oder so. Also dann nachher. Ja, hat es auch schon gegeben, dass ich Käse angeschnorrt habe im Keller.